Hallo, ich bin's, die Silvia. Ich freue mich, dass du meinen Kanal eingeschaltet hast. Heute lernst du bei mir einen weiteren Step-Aerobic-Schritt. Er heißt Knee-Lift-Repeater. Auf meinem Kanal findest du weitere Step-Aerobic-Schritte, die aufeinander aufbauen. Damit du den neuen Schritt besser nachvollziehen kannst, drehe ich mich so, dass du den Schritt aus der Rückansicht siehst. Ich freue mich auf eine positive Rückmeldung von dir. Abonniere meinen Kanal, weil du dann kein neues Step-Aerobic-Video mehr verpasst. Mach gleich mit! Repeater ist ein Schritt, den man braucht, um die Schrittkombination von der rechten zur linken Fußseite zu wechseln. Also immer ein Übergangsschritt. Ich zeige dir erstmal mit dem rechten Bein von der Rückansicht. Das sieht folgendermaßen aus. Rechter Fuß hoch. 1, 2. 3, 4, 5, 6, absenken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Etwas schneller. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Achte darauf, dass dein Körper aufrecht bleibt, Po angespannt. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Achte darauf, dass der ganze Fuß auf dem Step ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, das war jetzt der Knee-Lift-Repeater. So wisst ihr auch, wie man jetzt die Kombination von der rechten auf den linken Fuß verschiebt. So, dass ihr nicht einseitig werdet und immer mit beiden Fußseiten beginnt und übt. Ich freue mich, wenn dir das Video gefallen hat, dass du mir ein Like da lässt und meinen Kanal abonnierst, damit du immer die neuesten Videos zugeschickt bekommst und auf dem neuesten Stand bist. Bis dann, tschüss!